6 Jahre im Vertrieb tätig und davon die letzten 7,5 Jahre erfolgreich im Online-Vertrieb tätig gewesen. Und jetzt bin ich seit 8,5 Monaten bei FutureNet und für FutureNet tätig und habe jetzt hier ein Team von ungefähr 1000, 1750 bis 1800 Leute. Und ja, was mich hier so begeistert und was halt auch immer mehr Leute hier so begeistert bei FutureNet und auch in meinem Team, das werde ich euch jetzt so versuchen, in den nächsten 30 Minuten rüberzubringen. Dann bin ich natürlich noch für Fragen für euch da. Und also ich kann euch sagen, für die Leute, die die Präsentation jetzt hier zum ersten Mal sehen, haltet euch fest, was euch hier erwartet. Denn bei FutureNet wird ein sehr, sehr, sehr viel geboten. Und ich hatte heute ein längeres Gespräch wieder mit dem CEO, also mit einem der CEOs. Und Leute, ich kann euch nur sagen, haltet euch fest, was wir mit FutureNet in der Zukunft, also in naher Zukunft bekommen werden. Also es ist echt gigantisch. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Präsentation. Social Media und das Internet verändert unser Leben. Warum ist das so? Überall sieht man heute Menschen, die in ihre Smartphones, Laptops oder Tablets schauen. Ja, was machen die da eigentlich? Sie chatten, sie liken, sie posten, sie teilen ihr halbes Leben oder sie spielen auf verschiedenen Social Media Plattformen. Und hier oben rechts seht ihr mal, ich denke mal auch euch, so die bekanntesten. Das sind Snap, LinkedIn, Instagram, Twitter und natürlich der Gigant Facebook. Und wenn man sich das größte und populärste Netzwerk Facebook mal ansieht, Facebook hat über 1,6 Milliarden Mitglieder, aber es ist völlig frei für jedes seiner Mitglieder. Aber es macht zig Milliarden Umsätze. Hier seht ihr mal ein paar andere Giganten aus dem Netz und was die so erreichen. Das sind Zahlen, die ich euch jetzt nenne, sind Umsatzzahlen von 2015. Google hat 74,5 Milliarden Umsatz gemacht. Facebook fast 18 Milliarden Umsatz. YouTube 4,28 Milliarden Umsatz. Aber alle diese Plattformen sind völlig frei für jedes seiner Mitglieder. Und jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, wie können die so viel Geld verdienen? Ganz einfach, die Plattformen machen alle Milliarden Umsätze nur durch Spiele und durch Werbung. Warum erzähle ich euch das? Ja, ganz einfach, weil wir uns mit FutureNet genau in diesem Segment zum Teil nämlich auch bewegen, in diesem Milliardenmarkt. Kennt einer von euch Candy Crush, Farmville, Angry Birds oder diese ganzen anderen Spiele, die es da draußen gibt? Zum Beispiel Candy Crush 2015 2,1 Milliarden Umsatz gemacht. Farmville jeden Monat 265 Spieler. Angry Birds sogar 3 Milliarden Umsatz gemacht. Und jetzt müsst ihr mal drüber nachdenken. Wen kennt ihr oder wen habt ihr eventuell damals zu irgendeiner Plattform eingeladen, die jetzt da irgendein Spiel, ja, sei es eins dieser drei oder ein anderes Spiel spielen. Und wenn die irgendwas kaufen, was verdient ihr da dran? Also wenn die da irgendwelche Features kaufen, ja, dann habt ihr nichts davon. Aber wie würdet ihr es denn finden, wenn ihr ein kleiner Teil dieser Advertising- und Gaming-Industrie werden könntet? Denkt ihr nicht, es ist mittlerweile an der Zeit, dass ihr für eure Social-Media-Aktivität bezahlt werden solltet? Die ihr zum Beispiel vorher bei Facebook oder bei anderen Plattformen gemacht habt. Ja, Leute, und genau das ist das Problem, denn sowas gab es bis dato noch nicht. Aber jetzt haben wir FutureNet und FutureNet ist die erste Social-Media-Plattform, die genau das macht. Oder, kann ich ja mal in den Raum stellen, wurde schon mal je einer von euch von Facebook bezahlt? Ja, und das kann man sich nur verneinen und deswegen sage ich, willkommen bei FutureNet, deiner Business-Community. Und hier auf der rechten Seite seht ihr mal, wie FutureNet aufgebaut ist? Ja, viele sagen immer, Mensch, das sieht ja ähnlich aus wie bei Facebook. Ja klar, warum auf Facebook? Die haben ja was richtig gemacht, wenn sie 1,6 Milliarden mit aufgebaut haben. Also warum diese positiven Eigenschaften übernehmen? Aber wir haben nichts mehr davon, wenn wir jetzt weiter Facebook aufbauen. Denn wir verdienen daran nichts. Und deswegen sage ich euch, lasst uns die FutureNet-Community zusammen aufbauen und von der Social-Media-Aktivität profitieren. Und wir sind gerade mal 1 Million Mitglieder. 1 Million Mitglieder, es hört sich so mega viel an. Aber es ist gerade mal, wenn man das sieht, ein kleines Sandkörnchen im
in den großen, großen Sandmeer. Und deswegen, ja, was habt ihr hier für, wenn Leute Online-Spiele spielen und die machen irgendwelche Features, ja, dann verdient ihr hier Geld, ja, woanders machen sie diese Features, kaufen wir auch diese Features, ihr bekommt nichts. Hier bekommt ihr über einen unserer Boni 30%. Und ihr bekommt genauso was, wenn ihr Posting macht, Likes macht, irgendwas teilt, downloadet, Freunde edit oder mit Freunden kommuniziert über die Plattform. Denn da greift unser Social Media Bonus. Was ist unser Social Media Bonus? Ein ausgerichteter Boni, der von der Firma alle 24 Stunden neu berechnet wird. Und hier unten auf dem Tablet seht ihr so, immer so ein paar Cent. So kann das aussehen. Bei manchen sieht das so aus, bei manchen ist es ein bisschen weniger. Bei manchen ist es auch 20, 30, 40 Cent am Tag. Und für was? Ganz einfach, für die Aktivität, die man macht. Und warum macht das die Firma? Ganz einfach, die Firma kriegt dadurch Traffic und die Traffic kann die Firma wiederum umwandeln in bares Geld. Und das ist diese Riesenmöglichkeit, die wir hier haben, die wir den Leuten da draußen bieten können. Denn woanders bekommt ihr nichts. Aber hier bekommen wir was. Denn FutureNet macht dadurch Einnahmen und diese Einnahmen werden zum größten Teil an die Mitglieder wieder ausgeschüttet. Das ist eine kleine Möglichkeit, bei FutureNet Geld zu verdienen. Das Social Media Bonus. Wir haben zwei Hauptverdienstmöglichkeiten und die erste ist unser FutureNet Advertising Programm. Und jetzt bitte ich euch einfach, hört euch das an, rennt hier nicht flüchtend aus dem Raum, es ist nicht schon wieder so ein Werbeprogramm. Valerie, bitte hör mal auf, da reinzuschreiben. Danke. Und bei Fakt ist, ja, genau das, was da draußen die ganzen Firmen nämlich machen, ja, dass die Firmen nämlich, wie sind die ganzen Konzepte aufgebaut? Ja, ganz einfach, solange wie unten Menschen reinkommen, kann oben ausbezahlt werden. Das ist immer wieder dasselbe Prinzip. Und wir machen bei FutureNet, wir drehen ja andere Räder. Warum? Ganz einfach, wir haben passive Einkommensströme. Und das werde ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten zeigen. Also, was hast du für eine Chance durch unser FutureNet Advertising Programm? Du kannst hier dich fürs Anschauen von Werbung bezahlen lassen. Denn du machst sowieso jeden Tag auf YouTube. Ja, wenn du ein Video gucken willst, egal ob YouTube oder woanders, musst dir 20, 30 Sekunden Werbung ansehen. Und deswegen, warum nicht da dran Geld verdienen? Denn es ist wirklich ganz simpel. Du kaufst mindestens ein Advertising Pack, klickst 10-mal am Tag auf Werbung von anderen Kunden und verdienst Geld, ja, und du musst hier aber niemanden sponsern und niemanden was verkaufen. Du mal ein paar Beispielwerbungen, ja, und vielleicht siehst du hier auch genau deine Werbung hier bei uns. Hier siehst du zum Beispiel den Urlaubsanbieter, Gewicht reduzieren, ein italienisches Restaurant, Discount Club, ja, ein Online-Shop, eine Gold Company, ein Charity-Unternehmen. Ja, also du siehst, du kannst hier wirklich vielfältige Werbung platzieren. Das Einzige, was wir hier nicht wollen, ist Pornografie und Rassismus. Und deswegen sage ich, es ist wirklich voll easy. Es kann echt jeder. Und deswegen empfehle ich, starte jetzt und verdiene schon nach deinem Start das erste Mal nach 15 Minuten Geld. Und das 96 Mal am Tag. Und für was? Du klickst, du schaust und du verdienst. Denn Menschen sind doch heute mehr Zeit online als am TV. Ja, das sind Statistiken, dass das Geld für Werbung geht immer mehr und mehr in den Online-Bereich. Radio und TV stagnieren immer mehr. Also warum daran nicht partizipieren? Jetzt müssen wir uns nur noch eine Frage stellen. Wie viel willst du damit verdienen? Und genau die Frage kann ich dir leider nicht abnehmen, denn das entscheidest alleine du selber. Denn es richtet sich auf der einen Seite danach, wie viel Advertising-Packs du hast und hast du täglich die 5 Minuten für die Qualifikation deiner 10 Klicks. So, ich sage, es gibt hier für mich ja keinen Grund, hier nicht dabei zu sein. Denn du kannst dir schon mit einem 10 $ Advertising-Pack starten oder mit einem 50 $ Advertising-Pack. Und du bekommst dafür beim 50 $ Advertising Pack 800 Werbeeinblendungen und beim 10 $ 160 Werbeeinblendungen auf deine Werbung.
Wie sieht das Ganze aus? Jedes Adpack erwirtschaftet bis zu 120% Cashback. Ja, wir haben hier einen Rückvergütungsfaktor eingebaut beim 50er. Läuft das über einen Rückvergütungsfaktor von 1% am Tag. Somit läuft dieses 50er 20 Tage von 50 auf 60. Und wir haben beim 10er haben wir einen Rückvergütungsfaktor von 0,8% am Tag. Somit läuft das 0,8, also 150 Tage von 10 auf 12. Jedes Adpack ist ein Anteil, 10 Adpacks sind 10 Anteile und so weiter. Und das sind die Anteile, die du hältst dann an der prozentualen Ausschüttung. So, jetzt habe ich euch vorhin erzählt, Mensch, ja, wir drehen andere Räder, ja, da kann mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Warum drehen wir andere Räder? Ganz einfach, weil wir passive Einkommensströme aufbauen. Und die Firma baut immer weitere passive Einkommen auf. Ja, und hier sind jetzt die, die wir jetzt momentan haben, denn wir haben eine Shopping-Plattform mit über 300 Millionen Produkten. Ja, und hier ist alles angegliedert, ob du was bei eBay, Amazon suchst, ja, ob du deinen nächsten Flug oder dein nächstes Hotel suchst. Oder wir haben mittlerweile Preissuchmaschinen von Krediten da drin und Stromvergleich und alles Mögliche. Was hast du als Kunde für einen Vorteil? Ganz einfach, du findest immer den günstigsten Preis im Netz. Ja, du brauchst dir nicht lange suchen. Die Firma bekommt ein Cashback da drauf und das Cashback fließt zu 100% ins Advertising-Programm. Ja, und bei einer Community, die jetzt mittlerweile fast 1 Million Menschen beträgt, ja, ist das natürlich eine riesen Kraft. Dann haben wir Werbung auf der Plattform. Das heißt, wir haben ja echte Werbepartner. Die Werbeverträge mit BMW sind geschlossen. Und ich meine, jeder kann sich vorstellen, ja, wie schwierig das ist, BMW, ja, diesen Weltkonzern BMW ins Boot zu bekommen. Ja, weitere werden natürlich folgen. Dann haben wir Partnerspielefirmen, wir haben Multimedia Sales. Und unsere Multimedia Sales, das sind Landingpages, Videomail, Cloud, Blogsysteme. Ja, und alles wird immer weiterentwickelt und ist für unsere Mitglieder zur Verfügung da. Dann haben wir eigene FutureNet-Spiele und auch hier wird alles weiterentwickelt. Denn wir haben jetzt zum Beispiel in der Ukraine ein Büro eröffnet, ein riesen Büro mit 600 Quadratmetern. Wir eröffnen jetzt in Polen ein komplett neues Büro. Wir eröffnen jetzt in Kiew ein Büro. Also ihr seht, ja, hier ist richtig Sprengstoff in der Firma. Ja, hier drehen die Uhren oder hier laufen die Uhren in die richtige Richtung. Dann haben wir unser Highlight, ja, unser momentanes Highlight, unser FutureNet Café. Und was ist unser FutureNet Café? 2017 wird es erst in Polen eröffnet werden. Und das Ganze könnt ihr bekommen als Franchise-Modell. Ja, was bedeutet das? Ganz einfach, ihr könnt hier Inhaber werden von einem guten Kaffee, zahlt nur einen Bruchteil von dem, was dieses Kaffee normalerweise kosten würde und seid Inhaber von einem kompletten Kaffee. Warum macht das die Firma? Ja, ganz einfach, auf der einen Seite die Franchise-Gebühr, ja, aber auf der anderen Seite geht es ja um die Story, die dahinter geschrieben wird. Denn wo werden Neukundengespräche gemacht? Ja, natürlich. Wenn ich es nicht online mache, ja, ich treffe mich doch nicht draußen auf der Parkbank und erzähle jemandem über ein Geschäft. Ja, ich gehe in ein Restaurant oder in einen Kaffee und natürlich macht es dann Sinn, wenn ich sagen kann, Mensch, lass uns doch ein FutureNet-Kaffee treffen und über FutureNet reden. Und auf der einen Seite für die Firma, ja, diese gigantische Sache, wenn es da 50, 100, 200 Kaffees, auf der einen Seite, ja, die Franchise-Gebühr ist ein schöner Nebeneffekt, denn diese tausenden neuen Mitglieder, die alleine nur dadurch reinkommen, dass FutureNet ein FutureNet-Café hat, und man darüber über FutureNet spricht, ja, könnt ihr euch vorstellen, was da kommt und was da passiert. Hier habe ich nochmal alles zusammengefasst für euch, denn wir haben hier verschiedene Flüsse, die in den See fließen. Ja, was meine ich denn damit? Ganz einfach, wenn ihr euch jetzt mal so ein Geschäft vorstellt, wie ein See, und ihr habt aber nur einen Fluss, der in diesen See fließt, und dieser Fluss versiegt irgendwann, was passiert? Der See trocknet aus. Wir haben bei FutureNet x Flüsse, die in den See fließen, und es kommen immer mehr Flüsse dazu. Also, was bedeutet das? Der See bleibt immer oder wird immer voll mit Wasser sein. Ja, und wir haben hier Werbung auf der Plattform. Wir haben Spielepartner, wir haben eigene FutureNet-Spiele, wir haben verkaufte Advertising-Packs, ja, fließt natürlich auch als Umsatz hier mit rein.
Wir haben spezielle Werbekunden, Banner, Großkunden und E-Mail-Kunden. Wir haben Verkauf der Online-Produkte. Wir haben wie unsere Video-Landing-Page, dann Blog-Cloud-Systeme. Wir haben Videoproduktion im eigenen Haus. Das heißt, wenn jemand ein professionelles Video haben möchte, dann kann er das auch über FutureNet buchen, zahlt nur einen Bruchteil von dem, was normalerweise kosten würde. Dann haben wir unseren FutureNet Online Shop. Ja, das heißt, ihr bekommt hier sämtliche Sachen von FutureNet, die mit oder die im Merchandising-Bereich zu tun haben, ja, über Tassen, über Coolies, über Regenschirme, über T-Shirts, über Baggies wird es bald geben. Wir haben eigenes FutureNet Parfüm, ja, in Kürze wird es auch Kaffee und Tee, also zum Trinken Kaffee und Tee geben. Eine Schmuckkollektion wird kommen, auch der Shop wird immer weiter ausgebaut. Dann haben wir Future Apps in Entwicklung und wir, die Android-App ist jetzt fertig und ich habe gestern die Info bekommen vom CEO, von Stefan, dass jetzt iOS auch die nächsten Tage oder ich glaube jetzt, auf jeden Fall die Woche soll das jetzt zum Download bereit sein. Ja, also auch die Apps sind in Entwicklung abgeschlossen. Dann haben wir unseren FutureNet Café und unsere FutureNet Shopping Plattform mit über 300 Millionen Produkten. Und ganz, ganz wichtig, alle Einnahmen werden selber durch FutureNet generiert. Das heißt, hier gibt es keinen, der am Ende des Monats die Hand aufhält und sagt, Mensch, ja, ich habe doch hier damals investiert, ja, ich und ihr habt jetzt gut geschafft, ja, den Monat, ich möchte mal ein bisschen mehr haben. Nee, geht nicht, weil die Firma gehört zu 50-50, also zu 50% den beiden CEOs, Stefan Morgenstern und Roman Zimian, und die Firma ist zu 100% schuldenfrei. Und wenn ihr diese fantastische Möglichkeit, was ich euch jetzt gezeigt habe, mit diesen Advertising Packs, ja, dass die Leute eigentlich gratis Werbung bekommen können und daran noch Geld verdienen können, wenn ihr die noch mit anderen Leuten teilt, weil ihr sagt, Mensch, ich kenne auch den anderen, der hat ein Online-Geschäft oder der macht einen Online-Vertrieb, ja, dann könnt ihr daran partizipieren. Und hier seht ihr mal, wie ihr partizipieren könnt. Ihr seht hier unten, ja, auf dieser Anzeige hier, seht ihr die Auflistung. Ja, man kann hier mit ganz normal mit Status 0 anfangen, ja, dann bezahlt man auch keine Fees. Das würde ich immer den Leuten empfehlen, die jetzt sagen, Mensch, ich will gerne mal selber ausprobieren, wie kommt die Werbung an, ja, wie funktioniert das, läuft das alles so, wie der das da damals gesagt hat in der Präsentation. Und wenn ihr aber jemanden oder wenn ihr sagt, ernsthaft, dass ihr ernsthaft dieses Geschäft betreiben wollt, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch Status 5, ja, bezahlt diese 185 Dollar fürs Jahr oder 95 Dollar fürs halbe Jahr oder 16 Dollar im Monat. Ja, und was bekommt ihr? Ihr bekommt auf der einen Seite eine Landingpage, ja, die könnt ihr nutzen. Oder ihr, was noch viel, viel wichtiger ist, ja, ihr werdet auf das, was eure Partner ins System bringen, an Umsatz vergütet. Ja, und das fängt folgendermaßen an. Und ich nehme mal ein Beispiel, bringt jetzt jemand rein und der sagt, Mensch, komm, ich kaufe jetzt 10 Advertising Packs auf 50 Dollar, macht 500 Dollar Umsatz. Somit sind das 500 Dollar und ihr habt 8%, also 40 Dollar für euch. Ja, jedes Mal, wenn der ein Advertising Pack nachkauft, dann verdient ihr 4 Dollar. So, wenn diese Person, die ihr reingebracht habt, jetzt auch eine Person ins Geschäft bringt, ja, dann ist das eure zweite Ebene. Und wir nehmen wieder das Beispiel 500 Dollar Umsatz. Ja, ihr würdet 4%, also 20 Dollar bekommen. Bei jedem weiteren Pick 2 Dollar. Und in der dritten, vierten und fünften Ebene, ihr seht es, 1%. Ja, und ich kann euch sagen, selbst dieser 1%, ja, der kann richtig, richtig Spaß machen, wenn man sich hier ein Team aufbaut mit mehreren hundert oder ja, 1000 Leuten, die ja immer wieder Packs nachkaufen. Und hier seht ihr mal ein Beispiel-Account nach 13 Tagen 9.670 Dollar. Ja, nach 30 Tagen, das ist ein komplett anderer Account. Ja, hier wird er als Leader-Account. Also es ist jetzt eigentlich ein ganz normaler Account, ja, der jetzt hier bei FutureNet. Hier seht ihr mal die Entwicklung nach 90.000 und nach 120 Tagen 8.800 Dollar. Ja, und hier seht ihr noch ein anderes Beispiel, nach 12 Tagen 13.585, also ihr seht, hier kann man wirklich Geld verdienen.
Ja, und ich will mich an der Stelle jetzt hier auch wieder nicht brüsten, ja. Aber ich bin jetzt 8,5 Monate dabei und ich habe jetzt Pi mal Daumen $95.000 mit FutureNet verdient. Man kann hier wirklich Geld verdienen, wenn man auch an der Sache dranbleibt. Und das war die erste Möglichkeit, ja, oder die erste Hauptverdienstmöglichkeit, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Die zweite, die ich euch jetzt zeige, ist unser FriendsTree Backoffice. Und wie müsst ihr euch oder könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seht hier eine 3x3 Matrix über 10 Ebenen und wird vergütet mit 5% FriendsTree Bonus. Und ihr seht schon, ja, man kann hier bei FutureNet mit einmalig oder jedes, also alles, was ich euch jetzt erzähle, ist einmalig. Ja, das sind einmalige Einsätze, die hier jemand bringen muss. Also, man kann ja mit $10 starten bei FutureNet. So wie wir das Ganze aussehen, ganz einfach. Man platziert sich hier zum Beispiel mit $10. Jetzt haben wir ja hier eine 3x3 Matrix. Das heißt, was für eine Aufgabe hat hier? Natürlich drei Leute ins Geschäft bringen. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Aufgabe. Aber dann auch wiederum seinen Leuten helfen, auch wieder drei Leute jeweils ins Geschäft zu bringen. Was würde dann passieren? Ja, die Matrix würde sich komplett füllen. Ja, und bedeutet, wenn die Matrix sich komplett gefüllt hätte über 10 Ebenen, dann haben wir 88.500 mögliche Produktverkäufe. Ja, und wir bekommen 5% von diesen $10. Das sind jedes Mal 50 Cent. Ja, und somit würden wir $44.250 aus einmalig $10 verdienen können. Also wir haben ein Verdienstpotenzial aus $10, $44.250. Ja, also mir soll mal da draußen irgendeiner ein anderes Geschäft zeigen, wo das möglich ist. Weiter geht's mit $25. Ja, haben wir ein Verdienstpotenzial von 110.000 und mit $50 von 221.000. Jetzt müsst ihr eins verstehen, nämlich wenn ihr mit $50 starten wollt, dann schließt das ein, dass ihr die 25er und die 10er auch habt. Und somit zahlt ihr $85, habt aber ein Verdienstpotenzial von über $365.000. Dann haben wir noch eine automatische Auffüllung durch unser FutureNet Advertising-Programm. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier dieses Programm, was ich euch davor vorgestellt habe. Ja, dieses Advertising. Wenn ihr jetzt jemanden ins Geschäft bringt und der zahlt zum Beispiel, der möchte sich Geld auszahlen, dann wird von seinem Geld 5% geblockt. Ja, wir nehmen mal ein Beispiel, $200 will er sich auszahlen lassen. Er bekommt $190 zur Auszahlung und 5% seiner Auszahlung werden geblockt für die Matrix. Das heißt, wenn die Person noch in keiner Matrix ist, wird automatisch die $10 Matrix platziert. So, wenn er sich wieder eine Auszahlung machen lässt, ja, dann werden immer wieder 5% seiner Auszahlungen geblockt, ja, und bis er dann die nächste Matrix hat und so weiter und so weiter. So. Ihr seht's auch, ja, was natürlich bekommt ihr nämlich hier auch was dafür, ja, ihr braucht ja nicht nur Geld bezahlen, denn ihr bekommt Media Points, ja, hier steht 1000, 2,5 und hier 5000. Was sind Media Points? Media Points ist unsere interne Währung auf FutureNet. Ja, momentan kann man mit Media Points, ja, diese FutureNet Online Tools zu 100% buchen. Und man kann die auch ganz normal bezahlen, aber halt mit 100% Media Points auch buchen. Dann haben wir unseren Online-Shop, ja, also wo es unsere ganzen Merchandising-Produkte gibt, ja, auch selbst über Parfüm, über den Kaffee, über den Tee, über die Schmuckkollektion, alles könnt ihr dann mit 25% eurer Media Points bezahlen. Und in Kürze wird es auch möglich sein, mit Media Points echte Werbung zu buchen. Ja, also nicht auf FutureAdPro, also auf unseren Advertising-Programmen, sondern richtig auf der großen Plattform FutureNet, ja, wo dann die Millionen Menschen drauf sind. Und dann wird natürlich das richtig interessant. Dann haben wir noch unsere Premium-Matrizen und die fangen an mit $100, $500 und $1000. Ja, und ihr seht es natürlich, geht hier das Verdienstpotenzial nach oben, 442, 2,2 Millionen und 4,4 Millionen bei der Dollar Matrix. Und jetzt müsst ihr eins verstehen, ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, er möchte mit $100 starten, ja, bedeutet das, er ist in vier Matrizen drin.
Jede Matrix, die ich euch jetzt gezeigt habe, ist ein eigenständiger Marketingplan. Also wir haben einen Marketingplan für 10 Dollar, 25, 50, 100, 500 und 1000. Ja? Und in jedem Marketingplan kann man sich einmal platzieren. Und deswegen muss man halt vorher sehen, ja, oder man muss wirklich, bevor man dieses Geschäft anfängt, muss man genau nachsehen, ja, wie platziere ich mich. Denn der Punkt ist einfach, wenn ich mich jetzt platziere, zum Beispiel mit 85 oder mit 185, und ich bringe aber Leute ins Geschäft und die gehen gleich mit 1000 rein, dann habe ich die dauerhaft verloren. Und warum mit 1000? Ja, warum das so hochinteressant ist? Ganz einfach, mit 1000, da gibt es unser sogenanntes Royal Rewarding Programm. Ja, was ist unser Royal Rewarding Programm? Ganz einfach, alle Royal Member, die bei FutureNet gesagt haben, okay, wir machen den Royal Status, die bekommen, und jetzt haltet euch fest, unseren eigenen FutureNet Coin, der dieses Jahr noch gelauncht wird, ja, bekommen sie sozusagen wie vorbörslich von der Firma über ein Bonus, also Bonusprogramm, ja, wie genau das aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, wird am 11.3. verraten, bei der großen Word Convention. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, das Ding, das wird so durch die Decke gehen und wir werden Network Marketing Geschichte mit FutureNet schreiben. Das kann ich euch jetzt schon sagen, denn das habe ich heute als Info bekommen vom CEO. Also die haben so geniale Sachen vor. Und für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, was so ein Coin, was da für Möglichkeiten drin stecken, ja, dann könnt ihr euch nur ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn eine Firma mit 1,5 bis 2 Millionen Mitglieder an eine Coinbase geht. Und die Mitglieder, wir Mitglieder kriegen den Coin vorher verteilt. Also kann sich jeder nur ungefähr vorstellen, was das bedeuten kann. Und das Genialste, ja, liebe Leute, wir kriegen den Coin vorbörslich und der Coin wird nicht irgendwann in 3, 4 oder 5 Jahren gelistet und handelbar sein. Nein, der Coin wird sofort handelbar sein. Der Coin wird an offiziellen und weltweiten Coinbörsen gelistet werden. Und somit haben wir einen voll funktionsfähigen Coin. Dann haben wir noch ein paar andere Verdienstmöglichkeiten. Und ich will euch jetzt, oder ich werde jetzt mal noch auf eine genau eingehen. Ja, die anderen, die werde ich nur mal kurz anschneiden, weil ich habe euch das ja vorhin auch gezeigt, ja, mit diesen Spielen, ja, bei 30%, ja, gibt es bei den Spielen. Da greift zum Beispiel unser Multimedia-Bonus, ja, aber für die Leute, die da wirklich Näheres wissen wollen, schaut euch das an im Marketingplan, ja, und da findet ihr alles, ja, also ich nenne euch jetzt nur mal die Bonis und wir haben zum Beispiel noch einen Sales-Bonus, einen Advertising-Sales-Bonus, wir haben einen Multimedia-Bonus, wir haben einen Leader-Bonus, wir haben einen Whirlpool-Bonus, ja. Und also ihr seht, wir haben hier richtig, richtig Sprengstoff in dieser Company. Aber ich werde jetzt nochmal ein bisschen auf den Matching-Bonus eingehen, weil das ist der zweite richtig geniale Boni. Und selbst als Member bekommt man hier also 10%, Basic 20, Gold 30 und ab Exklusiv, ihr seht, bekommt man 50% Matching-Bonus. Ja, und auf was? Ja, auf das, was meine direkt gesponserten Partner aus den Friends-Bonus verdienen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bringt hier irgend so eine Granate rein, der das Ding hier komplett verstanden hat und der verdient aus dem Friends-Bonus hier in den nächsten Jahren vielleicht 50, 100, vielleicht 200.000 oder mehr und ihr bekommt darauf 50%, also von seinem Einkommen, ja, was er aus dem Friends-Bonus verdient. Und das Genialste ist, ihr bekommt das ab der allerersten Person, also man braucht nur den jeweiligen Status haben, bekommt das dann. Und das heißt, ihr müsst ja nicht erst 15 Leute bringen wie in anderen Companies. Aber das Schöne oder das richtig Geniale, ja, ihr könnt viele Leute reinbringen direkt, wie ihr wollt. Dann haben wir noch ein paar Sachpreise als Belohnung. Ja, das fängt an mit einem Smartphone, geht weiter mit einem Tablet oder Laptop. Dann ein Trip, ja, dann kann man sich einen dieser Audis aussuchen und dann als Hauptpreis noch ein Porsche Panamera
Im Advertising haben wir auch noch ein paar Sachpreise. Fängt an mit einem iPhone oder mit dem neuesten Samsung-Handy. Ja, kann man sich halt auch aussuchen. Dann mit einem MacBook Pro oder Air und noch Presidential Trip. Also wir haben ja auch dafür gesorgt, für die Leute, die ja wirklich was machen. Also es ist völlig eure Entscheidung. Ja, ich empfehle euch, registriert einen freien Account für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Und verdient am Social Media Bonus. Der zweite Step, den ich euch empfehle, kauft eure ersten Adpack Revenue Share. Und der dritte Step, verdient und oder startet ja in deiner Friends-Tree, mit deiner Friends-Tree Position und bringt die ersten Partner hier rein, ja, und verdient dann durch die Matrix. So, ich bin durch mit meiner Ausführung, deswegen setzt euch jetzt so schnell wie möglich mit der Person in Verbindung, die euch hier heute zu FutureNet eingeladen hat. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bin jetzt natürlich noch für Fragen für euch da. Gerne, Mario. Danke, Valerie. Hat einer Frage von euch, also Fragen von euch oder? Ja, wie gesagt. Wir haben es ja heute so gemacht wegen den technischen Schwierigkeiten, aber das ist gut, Brigitte. Danke. Ja. Nee, super. Wenn keiner Fragen hat, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns demnächst. Wir haben noch ein bisschen was zu tun und euch dann noch einen schönen Abend, ne? Bis bald, macht's gut. Die Präsentation, die wird auf jeden Fall online gehen. Ja, die habe ich mitgeschnitten. Ciao.